Wir haben überlebt. Unsere Welt wurde zerstört. Und wir mussten dafür bezahlen. Mit über 100 Jahren ohne Sonne. Aber wir haben uns gut vorbereitet, um diesmal alles richtig zu machen. Unsere Vorfahren haben uns ein glückliches Leben gestohlen. Doch wir werden nicht einfach aufgeben. Mutter Erde ist jetzt gemein und bösartig. Trotzdem leben wir noch. Und wir werden weiterleben. Und damit auch ein herzliches Willkommen zu Endzone, A World Apart. Das ist ein Spiel, was noch im Early Access ist. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wir spielen die Einführung. Ich glaube, das ist das Vernünftigste. Klein bisschen Werbung, wenn irgendwer Bock auf das Spiel bekommt, in den Kommentaren. In der Beschreibung ist ein Affiliate-Link. Sprich, wenn man über den Link das Spiel kauft, kriege ich, 4% oder so vom Kaufpreis. Also, wenn ihr Bock habt. Im Prinzip ist es ein Aufbauspiel à la Anno, aber gleichzeitig auch ein Survival-Spiel und wir haben die Endzone endlich verlassen. Seht euch diese schöne Aussicht an. Einfach wundervoll. Auch wenn sie ein wenig anders ist, als wir uns das vorgestellt hatten. Wir konnten ein paar grundlegende Ressourcen sicherstellen und lagern diese nun in unserem Bus. Und ich habe mir gedacht, das ist doch mal eine interessante Sache. Ich bin froh, dass wir uns gut auf ein solches Szenario vorbereitet haben. Besonders da unsere Vorräte in der Endzone zur Neige. Okay, kurz den Audio ein bisschen. Musik ein bisschen runterdrehen. Die Gesamtlautstärke hoch, das noch ein bisschen runter. Die Tiere vielleicht auch, aber der Sprecher ist so leise. Ding. Vergiss nicht, dass du jederzeit. Solltest du weitere Informationen... Ist gut, wir können immer im Überlebenshandbuch nachgucken. Das machen wir auch mal. Direkt hier oben. Alter Vater, das ist ja schon... Wow. Aufgaben. Aufkönnen verwendet werden, um frei verfügbare Siedler zuzuweisen, um bestimmte Ressourcen zu sammeln oder Strahlung in einem bestimmten Gebiet zu entfernen. Nur Siedler, die keine Tätigkeit nachgehen, werden solche Aufgaben ausführen. Die einzige Ausnahme ist die Aufgabe der Strahlungsentfernung. Bis zu 4 Siedler können an einer einzigen Aufgabe arbeiten. Siedler beginnen mit dem Sammeln von Holz aus Bäumen, die sich innerhalb der aktiven Arbeitsbereiches befinden. Schrott sammeln. Siedler beginnen mit dem Sammeln von Schrott und Schrotthaufen. Pflanzen sammeln. Alles sammeln. Okay. Gut, genau. Alles, was du wissen musst, sollte genau hier zu finden sein. Ich denke, es ist an der Zeit, uns endlich ein neues Zuhause zu errichten. Bevor wir überhaupt Gebäude errichten können, müssen wir einige Siedler in den Beruf Baumeister einteilen. Damit sie sich um Bauaufträge kümmern können. Im Allgemeinen obliegt es deiner Verantwortung, welche Aufgaben wichtig sind und wie sich unsere Siedler darauf verteilen sollen. Okay. Öffne die Berufsansicht, weise Siedler der Profession Baumeister zu. Berufsansicht, Wasser, Siedler, Baumeister. Ja. Ah, ich muss hier einfach hochgehen, alles 3 klar. Stück. Sobald Bauaufträge erteilt worden sind, werden deine Baumeister bereit sein zu arbeiten. Es wird Zeit, dass wir uns um unser wichtigstes Grundbedürfnis kümmern. Wasser. Okay. Als erstes sollten wir eine funktionierende Wasserversorgung einrichten. Weiter geht's mit unserem ersten Bauauftrag. Wir brauchen einen Steg in der Nähe eines Siedlungs... Wir haben hier... mit WASD kann ich hier rüber...
Wir haben hier ein Ding. Hier ist unser Baumenü. Da können wir einen Holzsteg bauen. Das sieht ja hier fancy aus. Kann ich den irgendwie drehen? Platzieren, Gebäude rotieren. Ah, der Teil muss auf Land sein, der im Wasser. Würde ich sagen, bauen wir den mal hier hin. So, gehen jetzt meine Baumeister da automatisch hin. Die nehmen hier aus dem Bus nehmen die Waren. Oh, wir können rauszoomen, reinzoomen. Ist das hier drüben? Oh, Schrotthaufen. Okay, dann wandern die dahin. Kann ich? Ja, ich kann es schneller machen. Rennen die dahin. Ist doch gut. Der Steg wurde wie geplant errichtet. Jetzt haben wir einen Ort, an dem wir Wasser einsammeln können. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Wasser zu sammeln, aber der Steg ist die einfachste und kosteneffektivste Methode. Okay. In der Zisterne können wir Wasser von verschiedenen Quellen, wie dem Steg, Regenspeichern oder Brunnen beziehen und einlagern. Die Zisterne sollte immer in der Nähe einer Wasserquelle stehen, damit unsere Wasserträger nicht zu weit laufen müssen. Machen wir. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich eine Zisterne errichten. Genau. Eine Zisterne. Die sollen nicht zu weit laufen. Da ist der Anlegestelle, also da drüben, das Grüne da drüben ist wahrscheinlich die Anlegestelle, wo die das Wasser hinbringen. Sagen, bauen wir ihn so hin. Bam. So, Jungs. Wir beschleunigen wieder. Oder helfen gleich ein paar mit. Die bringen da Ressourcen hin. Und bam. Oh, jetzt brauchen wir ein Wasser mal. Weise Siedler der Profession Wasserträger zu. 1 von 3. Das ging nicht im Überlebenshandbuch, sondern hier unten. Okay, Wasserträger. Ah, und die kriegt man natürlich dementsprechend erst, wenn die Leute es auch haben. Wir haben 3 Siedler zugewiesen. Das finde ich schön, weil man einfach irgendjemanden zuweist und nicht irgendeinen schnappen muss, um den dahin zu tun. So. Jetzt schöpfen die hier einfach Wasser ab und dann tragen die es da rein. Ist doch. Doch gut. Oh, es wird Nacht. Ja, ein Bug. So, Datenschutz. Ja. Ach so. Da kann man Bugs melden. Gut, das haben wir gemacht. Was können wir hier? Wasser. Ach so, jetzt müssen wir Wasser produzieren. Ja gut, das produzieren wir ja nicht. Das sammeln wir ja eigentlich. Da können wir auch hier kurz mal ein bisschen beschleunigen. Wir haben hier unten auch schon... Oh. Jetzt haben wir eine funktionierende Wasserversorgung errichtet und das Wasser wird nun vom Steg in unsere Zisterne transportiert. Ziehe in Betracht, weitere Wasserträger einzustellen, wenn du noch Siedler zur Verfügung hast. Man kann niemals genug Wasser auf Lager haben. Stay hydrated. Okay. Jetzt sollten wir uns auf die Nahrungsproduktion konzentrieren. Okay, wir sollten gleich zu Beginn. Es ist wichtig, gleich zu Beginn die Versorgung sicherzustellen. Eine Sammlerhütte, eine Jagdhütte oder eine Fischerhütte können dort direkt... Okay, wir sollen direkt mal zur Fischerhütte. Ich hoffe, das ist okay für dich, wenn ich das hier wegklicke. Gebäude, Nahrung, eine Fischerhütte. Okay, auch da sehen wir wieder, wo wir hin können. Würde ich sagen, wir bauen die hier daneben. Dann vertreiben die uns nicht die Fische. Ja. So, was haben wir denn? Wir haben eine Küche. Muss durch Feuer. Oh, wir können auch Feuer ziehen. Also ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass das schon so komplex ist, muss ich gestehen. Ich habe es schon länger auf der Wunschliste stehen gehabt. Jetzt ist es gerade im Angebot, deswegen habe ich mal zugeschlagen. Auch wenn ich mehr bezahlt habe als die gleiche Version, weil man kriegt erstens den Soundtrack dazu und vor allem kriegt man für ein paar Euro mehr, haben sich die Entwickler zusammengetan mit einer Organisation, die Bäume pflanzt. Und das fand ich eine so coole Idee, dass ich gesagt habe, gut, die paar Euro mehr, die investieren wir. Was ist das hier? Reichhaltige Nahrung. Die Anzahl verschiedener Nahrungsmittel, die aktuell der Siedlung geladen werden. Die Bereitstellung einer Vielzahl von Nahrungsmitteln zusammen mit Kräutern hält ihre Siedler gesund und verringert das Risiko einer Krankheitsausbruch. Macht Sinn. Die sind hier fleißig am Dings. Dann muss ich wahrscheinlich gleich hier auch Leute bei der Nahrung zuweisen. 7 Siedler haben wir noch. 4 davon müssen Fischer werden. Alter, Vater, 3 haben wir da noch. Wir können ja 2 noch mal in die Wasserversorgung. Weil Wasser brauchen wir immer. Stay hydrated, ja. Sind hier schnelle Spielgeschwindigkeit. Schnellste ist auch gut. Normal, schnell und schnellste. Können wir wieder mal auf normal gehen. Sammeln Sie Ihr Zeug und bringen es da rein. Gesundheit ist gut, Strahlung ist keine da. Plastik. Gute Arbeit.
Nun haben wir uns um die Grundversorgung durch Nahrung und Wasser gekümmert. Achte darauf, jederzeit genug Nahrung und Wasser auf Vorrat zu haben. Besonders dann, wenn du deine Siedlung ausbauen möchtest. Anbaufelder zu wenig sind eine weitere exzellente Art. Anbaufelder. Gönnen wir uns, würde ich sagen. Ein Anbaufeld. Ah, die kann man so einzeln machen. Okay. Bauen wir hier. Kann ich die... Wo kann ich die denn bauen? Hab das... Brauche ich dazu erstmal irgendwas? Eingänge, blockierende Bereiche, Gebäude rotieren, platzieren. Ah, ich muss einmal klicken und dann kann ich platzieren. Würde ich sagen, hier gibt es erstmal ein schönes Baufeld. Ich habe jetzt nicht ganz geguckt, wie viel Platz ich da brauche, aber wir weisen den letzten Siedler, den wir noch haben, der wird jetzt mal Bauer. Wir haben auch immer eine Maximalzahl von Leuten, die wir zuweisen können. Jetzt müssen wir noch das Saatgut festlegen. Saat wählen, jetzt ernten. Ja, Saat wählen. Wir können Riesenkürbisse anpflanzen. Oder Kohl. Wir machen erstmal Kohl. Wachstumszeit 1,9 Saison und 288 Verpflegung. Riesenkürbis 2,4 Saisons und 360 Verpflegung. Da müsste man jetzt wahrscheinlich mal ausrechnen, was da statistisch besser ist. Wir bauen erstmal Kohl an. Vergiss nicht, dass wir eine Reihe unterschiedlichster Nahrungsquellen brauchen, um gesund zu bleiben. Du solltest außerdem darauf hinplanen, dass es zu Dürreperioden kommen könnte, in denen es nicht regnen wird. Lagere deine Nahrung ein und passe deine Produktion an, um Engpässe zu vermeiden. Ich werde dir später ein paar weitere Strategien zeigen. Okay, aber wo ist das Klopapier? Zu Beginn haben wir noch ziemlich wenig Schrott und Holz oder andere Ressourcen. Wir könnten ein Produktionsgebäude errichten. Um jedoch so schnell wie möglich an Rohstoffe zu gelangen, ist es am besten, wenn wir direkt loslegen zu sammeln. Erteile Aufträge, um verschiedene Ressourcen abzubauen. Okay. Machen wir. So, wie platziere ich jetzt so eine Aufgabe? Ah, über Aufträge. Holz abbauen. Und zwar hier, würde ich sagen. Weil dann können wir hier schon mal ein bisschen was wegräumen und haben mehr Platz. Und hier hinten der Schrott, das geht ja mal gar nicht. Das Problem ist, ich glaube, wir haben nur noch zwei Leute, die nichts zu tun haben. Kann das sein? Einen sogar nur. Jetzt ziehen wir die zwei Boys von der Wasserquelle wieder ab. Dann haben wir nämlich die drei. Jetzt müssen wir natürlich erstmal produzieren. Ja, finde ich doch schon mal ganz, ganz große Klasse, wenn die hier sammeln gehen. Wo ist unser Bauer? Er sieht ein bisschen aus, als wäre er hier aus Assassin's Creed oder so entlaufen. Was denn nichts? Und der trägt hier, die fragen alles fleißig in unserem Bus. Und dann, wenn wir ganz viel haben, dann fahren wir mit unserem Bus weg und die... wir beschleunigen mal. Dann rennen die dann... Ach, war hier schnellste Geschwindigkeit. Ah, kein Regen. Regen, unbekannte Kontamination, baue eine Wetterstation für Vorhersagen. Aber wir sind schon in der zweiten Saison. Jetzt sammeln die mal fix alles ein. Oh, hier ist ein Fragezeichen. Eine Gewächshausruine. Ein interessanter Ort. Schicke einen Kundschafter von einem Expeditionsposten los, um diesen Ort zu entdecken. Und dann kann man es... Oh, hier. Wir brauchen Häuser oder Siedler. Häuser. Ressourcen. Unterkünfte. Hütte. Eine kleine Hütte, in der Siedler wohnen und eine Familie gründen können. Ressourcen besitzen, können wir beginnen, ein richtiges Produktionsgebäude zu errichten. Okay. Dann musst du dich nicht immer manuell darum bemühen, dass gesammelt wird. Produktionsgebäude sind nicht nur einfacher zu handhaben, sie sind auch noch deutlich effektiver als einfache Aufträge. Alles klar. Okay, und man kann die Gebiete später ändern. Am besten errichten wir jetzt eine Försterhütte, um die Holzversorgung zu automatisieren und im gleichen Zug effektiver zu machen. Förster können Bäume nicht nur fällen, sie pflanzen sie auch an. Die sind fleißig. Okay, machen wir mal eine Försterhütte. Ressourcen, Försterhütte. Ui, die haben wir einen großen Bereich. Uiuiuiui. Dann wird ja fast schon Sinn machen. Wir machen das hier oben drauf, wenn die auch anpflanzen. Wir drehen das mal, dass der Eingang da drüben ist. Wir müssen unsere Jüngster hin tun. Und wir müssen einen zum Förster machen.
Was ging hier unten? Hier haben wir jetzt einen Förster. Ist einer schon mal Förster. Wo haben die hier Nachwuchs gemacht? Aber scheinbar in die Hütten, die wir bauen können, also die wir nicht bauen können, aber rein theoretisch bauen können, hier bei Unterkünften, da ziehen die nur als Familien ein. Oh, und wir brauchen Strom dafür. Na gut, dann, weißt du, Kerzenlicht ist nicht. Eine Zuflucht, das ist doch schon besser. Stabile Hütte. Ja, so ihr eigenen Wassertank. Können 4 Erwachsene und 6 Kinder wohnen. Und man kann es auch ausbauen. Ja, 50 drin wohnen. Das ist reinste Flüchtlingsunterkunft. Brutal. Was ist das? Wildschweine. Die tun mir aber nichts, oder? Ein Rehkitz. Wie süß, hier sind Rehe. Gut, wir beschleunigen natürlich mal wieder. Auf Lager sind 2000, reserviert davon sind 33. Also 2389. Und 90.000 ist das Produktionslimit. Da sind wir noch entspannt unterwegs. Was ist hier? Füllstand des Wassertanks. Keine Kontamination. Arbeitskräfte. Ja, der ist voll. Müssen wir da noch einen? Wir bauen noch eine, oder? Also ich meine, Wasser können wir nie genug haben, hat der Gute gesagt. Regenspeicher. Ah, da brauchen wir Plastik für. Okay, das haben wir nicht. Gute Arbeit. Danke. Vielleicht danke, möchtest du danke. Später den Arbeitsbereich des Gebäudes verändern, um deinen Arbeitern zu sagen, aus welchem Bereich sie ihr Holz beziehen sollen. Ah, und zu deiner Information. Wenn du möchtest, kannst du deiner Försterhütte auch sagen, dass sie sich nur um die Aufforstung eines Bereichs kümmern soll, um einen schönen, dichten Wald zu erschaffen, den kommende Generationen nutzen können. Okay, finde ich gut. Sehr gut. Nun sollten wir uns um das Sammeln von Schrott kümmern. Schrott ist eine unserer wertvollsten Ressourcen, da das Schrottvorkommen limitiert ist und wir aus Schrott weitere Ressourcen gewinnen können. Im Unterschied zu den Aufträgen von gerade eben erlaubt es der Schrottplatz, größere Schrottvorkommen wie Ruinen oder Wracks abzubauen. Ja, wir haben 17 Erwachsene und 2 Kinder. Wir sind bei 3. Alter. Alter. Uiuiui. Da geht einiges, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, wir bauen den Schrottplatz direkt mal hier drüben hin. Kann der Garuch immer schön ins Dorf ziehen, das ist doch in Ordnung. Ist das, warum ist das ein Fragezeichen? Achso, weil die da abbauen können. Logistik, Technologie, Dekoration. Dekoration, das hört sich doch gut an. Ein Windspiel. Wir bauen erstmal ein schönes Windspiel. Ressourcen. Schrottplatz. Und ja, das ist alles im Einzugsbereich. Wenn wir ihn hier hinstellen, hat er noch mehr im Einzugsbereich. Und wir stellen ihn... Ah, man sieht sogar, wie viel er im Einzugsbereich hat. Hier 560. Ah, so. 580. Bam. Bam. Ja, guter alte Sound, wie man ihn kennt. Arbeitszeiteffizienz am Tag 100%, bei Nacht 50%. Abreißen können wir das Arbeitsfeld ändern. Arbeiter. Der Finley, der Alte. Ist ein junger Erwachsener, der schafft er. Er schafft hier. Ah ja, die kamen, die Charlotte und der Domingo. Ja, also, Domingo ist hier der erfahrenste Wasserspeicherer. Er ist schon erwachsen. Carmen und Charlotte. Die sind auch neu dabei, sag ich mal. Isabel, Matthew, Jordan und Mathieu. Die sind am Fischen. Finde ich gut. Finde ich gut. Das sind die richtigen Leute hier, ich sag's euch. Da haben wir schon die richtigen. Also die anderen haben ja nicht so viel Ahnung vom Fischen. Ja, wir müssen da immer auch selber hinlaufen. Ach, bei dem Wind kriege ich schon so ein bisschen Gänsehaut. Das war, achso, das war hier das Teil, was darum geflackert hat. Und wir haben aktuell keine Kinder mehr. Wir müssen Kinder produzieren, Leute, weil sonst unsere Community stirbt sonst aus. Seid fleißig und mehret euch. Oh, wir müssen einen zuweisen. Das macht natürlich nur Sinn. Schrottsammler. Schrott produzieren.
Kriegen wir Schrott als Belohnung. Ja. Das ist wie die Folge hier, ein bisschen Schrott produzieren. So, hier oben sind wir auch super. Weiter. Auch beim Schrottplatz kannst du den Arbeitsbereich verändern. Aus Schrott können wir 4 weitere Ressourcen recyceln. Stoff, Metall, Plastik und Elektronik. Darum werden wir uns in Kürze kümmern. Erstmal um die Bedürfnisse. Unsere Leute wünschen sich einen Platz zum Schlafen und Leben. Was? Hütten befriedigen ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Privatsphäre und steigern die Zuversicht ihrer Bewohner. Anders ausgedrückt, Hütten zu errichten, steigert ihre Bereitschaft, Familien zu gründen und sich zu ver... Machen wir. Ich habe doch gesagt, die sollen sich vermehren. 8 Hütten müssen wir errichten, okay. Unterkünfte, Hütte. Und hier ist der Schrottplatz, da müssen wir es nicht unbedingt hinbauen. Dann gucken wir mal, bauen. Standortattraktivität 0. Hier war irgendwo 1. Guck mal, so schön hier. Da wird richtig reingekloppt. Dann haben wir den Aufbau abbrechen. Ja, da guckst du, wo ist auf einmal das Zeug hin, ne? Ja, ja. Ja, schon mal, warte, bauen wir noch direkt hier dran. Den bauen wir dann hier dran. Wir müssen halt wahrscheinlich gucken, dass wir uns hier nicht den Zugang zubauen, aber ich finde so hier, das ist das Marktplatz sozusagen. Hier da drüben, ihr kriegt auch noch Nachbarn, ihr sollt ja auch nicht allein sein. So, 1, 2, 3, 4, 5. Nein, abbrechen. Abbruch. Ich weiß halt nicht, ob es was kostet, das abzubrechen. Mal gucken mal. Nee. Ja, dann wird das Zeug hin. Kannst du auch stabile Hütten oder Zufluchten als Wohnraum zur Verfügung stellen? Stabile Hütten widerstehen Sandstürmen besser und haben eine erhöhte Speicherkapazität. Kinder, die in Häusern leben, füllen nach und nach deren Lager auf. In einer Zuflucht pflanzen sich die Siedler nicht fort, da es ihnen an Privatsphäre fehlt. Bei der guten Bretterhütte hier, da geht das schon richtig schnack, 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 ne? Da kann man sich mal fortpflanzen. Kommen wir von unserem kleinen Exkurs zum Thema Wohnraum wieder zurück zum Schrott. Dieser kann mit Hilfe eines Recyclers oder einer Raffinerie in 4 verschiedene Ressourcen sortiert werden. Recycler zerlegen den Schrott immer nur in eine Ressource, während eine Raffinerie alle 4 Ressourcen automatisch herstellt. Zu Beginn solltest du einen Recycler errichten und Stoff herstellen. Da sind Poppy und Julian. Julian arbeitet als Tod und Poppy ist ein Siedler. Die können ein bisschen eine Poppy machen, ja. Einen Recycler sollen wir errichten. Der ist unter Ressourcen? Ja. Der braucht halt Strom. Wir haben keinen Strom. Guck mal, hier hinten ist unser Schrottplatz, also wird es ja natürlich Sinn machen, finde ich zumindest, wenn wir den direkt hier so dran bauen. Weil, da kriegen wir Schrott, da recyceln wir Schrott, macht Sinn. Ich habe mitgedacht, ich habe ganz klar mitgedacht. So, jetzt muss ich ganz klar mal gucken, wie lange wir überhaupt schon aufnehmen. Ah, 20 Minuten. Würde ich sagen, das war's schon mal für die erste Folge. Irgendwas passiert. Aber was passiert, das gucken wir uns nächste Folge an. Die kommt am Mittwoch um 18 Uhr. Bis dahin dir eine grandiose Zeit, bleib gesund, hau rein und bye bye.